Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Zu Monster Hunter. Jetzt endlich mit guter Qualität. Ja, letztes Mal haben wir den Bolvidon gemacht. Ging recht einfach. Jetzt ist die feurige Königin dran. Und danach würde ich gerne noch den Basarios machen. Für heute. Also die dringende Quest, die kommt höchstwahrscheinlich erst nächste Woche. Keine Sorge, momentan wird eh Montag, Mittwoch, Freitag erstmal nur Monster Hunter kommen, bis ich das durch habe. Danach gucke ich, was ich da bringe. So Leute, ich habe jetzt direkt nach der Sequenz schon übersprungen. Die Rettein ist unser Ziel für heute. Oh, hinterlässt du mir ein Geschenk? Du hast für mich extra geweint. Aua. Er hat nicht extra für mich geweint. Im Übrigen, was wir natürlich auch machen werden, einfach nur, weil es lustig ist. Ihr wisst doch, wie stark der Mutterinstinkt der Rettein ist. Wir werden einmal irgendwann mittendrin eine Challenge machen, wo es darum geht, wer bringt zuerst ein Ei nach Hause. Das habe ich auf jeden Fall vor. Ich werde das machen, egal wie dumm das ist. Am besten bei einer Quest, wo beide Fliegerische dabei sind. Genau in den letzten Schlag natürlich ausgewichen. Du kleine, miese Hackbratze. Zack. Ich muss mich heilen. Zum Glück kann das Vieh gerade eh nicht treffen. Ich weiß, es war eine Ration. Ich brauche Ausdauer. Daneben! Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Ja, ich weiß, der Spruch, der ist uralt. Da habe ich mal wieder super getroffen. Ach so, du willst einen kleinen Revierkampf machen? Ja, sag das doch! Hätte ich doch nichts gegen gehabt. Man kann es auch treffen, du blödes Vieh. Danke. So, jetzt hau ihn. Britner Recher. Jetzt sehen wir den auch mal von der Rettein. Den kenne ich auch noch nicht. So, ihr dürft euch gerne weiter prügeln. Von Cooler Jacko habe ich, glaube ich, tatsächlich sogar ein paar Sachen gebraucht. Ich hoffe mal, dass ich auf den Cooler Jacko auch drauf komme. Nee, offenbar nicht. Die Rettung will zumindest nicht weit weg. So, jetzt habe ich meine Honigquest auch mal endlich gemacht. Das ist nicht weit weg, also brauche ich nicht wegcutten. Vor allen Dingen brauche ich mal ein paar von diesen Flatterichen. Im Übrigen eine Sache, die ich mal hier ansprechen will. Wenn einer von euch weiß, wo die blöde Marionettenspinne hier in der Wüste ist, der darf es mir gerne sagen. Ich habe hier mal echt eine halbe Stunde drin gesucht und das Scheißding einfach nicht gefunden. Ich weiß, dass jeder Bereich eine hat, aber ich finde die hier verdammt nochmal nicht.
Ich habe wirklich verzweifelt gesucht. Oh nee, du kommst jetzt runter. So, und jetzt wirst du aufgeschnitten. Wie mein Wiener Schnitzel. Haben wir uns verstanden? Aua. Da flog ich. So, bei der Rettung gilt zuerst der Schweif ab. So triffst du mich nie. Lerne es verziehen, du alte Olle. Siehst du, da kriegst du direkt aufs Maul. Ich habe gerade tatsächlich nicht den Schweif getroffen, obwohl der direkt vor mir steht. Ja genau, mach die Blitzbombe. Sogar zum richtigen Zeitpunkt. Aua. Du glaubst, du könntest mich besiegen. Hast du dich geschnitten, Rettein? Ich muss erstmal wetzen. Also lass mich bitte. Danke. Danke, dass wir uns einig wurden, Rettein. Ja, ich weiß, Rattian. Es gibt sehr viele Ausdrucksweisen für die. Solange ich diesen Cut machen kann, bin ich glücklich. Und ab das Ding! Vielen Dank dafür! Und jetzt ist der Rest dran. Ihr fragt euch übrigens, warum mache ich das eigentlich nicht, wenn ich das auf Gelb habe? Ganz einfach, ich würde ganz schnell auf Weiß damit dann runterwandern. Warum machst du eigentlich keine Riesenstrecken? Und dann bringt mir der Angriff kaum was. Vielen Dank. Aua. Und ich weiß, dass ich einen Konter habe, Leute. Das muss mir echt keiner erzählen. Ausweichen, ausweichen. Erstmal die erste Hilfe. Und dann Gegengift. Nein. Warum kann ich weiter, wenn das Vieh eh nicht mehr vor mir steht? Sag mal, kann ich auch mal in die richtige Richtung hüpfen? Danke, wenigstens habe ich mal getroffen. Zack. Ist. Die Rettung ist jetzt schon fangbereit. Also bei Offline sind die Viecher echt nicht stark. Ihr müsstet eigentlich der extreme Noob sein, um den Offline-Modus nicht zu schaffen. Das ist nicht mal ein Joke von mir. Das ist eine allgemeine Meinung. Also, ich weiß nicht, warum die bei den World-Stylen, also hier mit der riesigen Map, immer hier dieses Schema machen, dass das auf Noob-Modus geschaltet wird. Das habe ich schon viele Male angesprochen, aber die Viecher sind bei Rise und World einfach massiv schwach. Wenn man das jetzt mal mit einem Spiel wie zum Beispiel Monster Hunter 4 vergleicht, da wurdest du auf Stufe 2 schon rasiert. Es war, als hättest du einen Roguelike angefangen.
hier spielen sie mit denen Katz und Maus. So. Tschüss. Ich werde jetzt erstmal nur bis zum Dorf cutten, weil wir natürlich wissen wollen, was ist unsere dringende Quest. Und danach entscheide ich dann, was von beiden wir jagen, Basarius oder Dringende. Shining, die Randale ist zurück. Und wie befürchtet ist Magna Malos hässliche Fratze auch in der Horde. Zum Glück konnte Hamons Gerät den Unhalt von der Randale fort in einen Geheimgang zu den heiligen Ruinen locken. Es ist unsere Chance, Shining. Nimm Hinoas dringende Quest an und schalte den Unhold endgültig aus. Für die Dorfbewohner und für Kamura. Also die dringende Quest ist jetzt der Magna Malo. Sehe ich das richtig? Der kommt viel früher dran, als ich dachte. Ja, ich muss auch ein paar neue Nebenquests annehmen. Jage Magna Malo. Hätte nicht gedacht, dass er so früh drankommt. Ja, wir machen dann zuerst den Basarius und beim nächsten Mal kommt der Magna Malo dran. So Leute, es ist soweit. Der Basarius ist dran. Jetzt muss er leiden. Ich muss versuchen, ihn schnell zu töten, weil ich habe gesehen, wie lang meine Aufnahme bis zu diesem Punkt schon geht. Ich benutze am besten direkt eine Fallgrube. Vielleicht Leuten latscht der ja rein. Du verarschst mich jetzt, oder? Fallgrube zerstören. Habe ich umsonst aufgebaut. Er hat sich einfach direkt verkrochen, der Drecksicken. Nein, ich spreche es nicht aus. Ich will ihn beleidigen, aber ich tue es nicht. Ich komme direkt in den Raum, setze das Scheißding und der haut natürlich ab. Ich habe unterwegs übrigens zwei Bögenkram eingesammelt. Die schleudern einen so hoch, wenn man sie einsetzt. Falls ihr die noch nicht kanntet. Ich glaube, die habe ich auch noch nie im Voll gezeigt. Was fällt dir ein? Grab dich wieder aus! Das Problem bei dem ist, dass man sehr leicht an dem abprallt, weil der halt nur aus Stein besteht. So, jetzt sind wir schon mal auf Weiß. So treffe ich ihn nicht. Aber ich kann mir trotzdem ein bisschen das Schwert holen. Perfekt. Ich werde jetzt vergiftet. Ich habe zum Glück zwei Gegengift. Nein, aus. Zack. Meine Katzen können jetzt übrigens auch mittlerweile Fallgruben setzen. Also meine jetzige. Nein, ich will den nicht abkriegen.
Aua. Naja, wenigstens kriege ich jetzt direkt danach gleich Ausdauer. Waffenblut. Mann! Du weißt, wie man mir auf den Keks geht. Immer schön wegrollen. Das ist genau die Methode, mir auf den Keks zu gehen. Zack! Du machst hier gar nichts. Auch wenn er sich eingräbt, treffen kann man ihn trotzdem. Er einen aber natürlich auch genauso gut. So, wofür habe ich die Maxi-Tränke? Richtig, zum Trinken. Ich weiß, viele von euch dachten jetzt, zum Angucken. Da kommt jetzt wieder eine Flammenexplosion. Ein bisschen rollen und dann ist das Feuer auch schon wieder weg. Nachdem ich ihn jetzt einen geknallt habe, muss ich eigentlich wetzen. Ich habe übrigens auch zwei Fassbomben bekommen, einfach um die Rüstung ein bisschen wegsprengen zu können. Die benutze ich aber jetzt erst im nächsten Raum, weil er sich gerade wieder verkrümmeln will, der Dreckige. So. In diesem Bereich war ich, glaube ich, einmal bisher. Und das auch nur wegen einer Sammelquest für die Dangos. Und ich finde den Bereich hier halt immer noch mega cool. Wenigstens bringt sein Feuer hier unten nichts. Wir sind in einem Wassergebiet, Junge. Da bringt das nichts. Und das Schöne ist, jetzt kriegst du ein paar Fassbomben. Pam! Oh nein, du haust hier nirgendwo hin ab. Mwahaha. Dich fange ich mir. Du wirst mein neues Haustier. Mit dir gewinne ich jeden Pokémon-Kampf. Natürlich konntest du damit meinen Angriff abbrechen, weil hier ein Ketsu aufgetaucht ist. Redner Recher. Kriege ich halt ein paar Ketsu-Materialien. Oder ich kann vielleicht noch sogar auf den Ketsu drauf und dann den Spieß einmal kurz umdrehen. Nee, der Basarius ist eh abgehauen. Aber nicht besonders weit. Oder wohin will der? Oh, der wird ziemlich weit. Nee, das ist der Ketsu. Der Basarius will hier sich hier noch weiter prügeln. Ich gebe mir Scheiß drauf. Ich kann es anbrüllen, so viel du willst. Ich gebe dir trotzdem noch weiter aufs Maul. Was ich gemein finde, die Reichweite von dem Angriff, den ich gerade gemacht habe, ist echt nicht hoch. Nein. Ich habe eine andere Idee, was ich jetzt mit dir mache. Nämlich fangen. Waha. Ja, das war's dann auch eigentlich für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ist ein kleines bisschen länger geworden als sonst. Aber dafür zwei Monster und nächstes Mal gibt's den Magna Malo. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Boah, das würde ich jetzt eigentlich ziemlich gern als Hintergrund benutzen. Auf dem Desktop.